Hallo, hier ist Marita und heute kommt ein Audio und dieses Audio ist ein Intro zu meiner Playlist, wie nehme ich mit einem Pferd Kontakt auf? Vielleicht hast du dir ja schon ein oder zwei Videos von dieser Playlist angeschaut und vielleicht hast du den Eindruck, das ist ein bisschen langweilig und du hast vielleicht Hinweise erwartet zur Hilfengebung mit Zügeln oder Gerte. Und das ist in den Videos nicht erfolgt. Für mich ist diese Kontaktaufnahme ein ganz anderes Thema. Ich versuche in dieser Kontaktaufnahme die Welt mit den Augen des Pferdes zu sehen und die Kontaktaufnahme auch mit den Augen des Pferdes zu sehen. Und deswegen gebe ich keine solchen Hinweise, sondern ich zeige dir, wie das Pferd sich in der Kontaktaufnahme verhält und wie du darauf eingehen kannst. Mit diesem Vorgehen kannst du das Vertrauen von deinem Pferd in dich sehr verstärken, weil das Pferd wahrnimmt, dass du dich auf seine Ebene einstellst. Also, dass du nicht erwartest, das Pferd stellt sich auf deine Welt ein, sondern du stellst dich auf die Welt des Pferdes ein. Und das wirkt sehr stark vertrauensbildend. Und es kann sein, dass sich manche Probleme, die du mit deinem Pferd hast, sich ganz von selbst lösen, ohne dass du irgendwas machen musst, ohne Strafen oder irgendwelche Herangehensweisen, sondern manche Dinge lösen sich, weil das Pferd Vertrauen zu dir entwickelt und sich praktisch entspannt im Umgang mit dir und dann bestimmte negative Verhaltensweisen gar nicht mehr nötig sind und die zeigt es dann einfach nicht mehr. Ich habe das mit meiner Pflegebeteiligung erlebt. Das ist ein altes Pferd. Das hat er am Anfang beim Führen ganz oft nach meiner Hand geschnappt. Also nicht richtig gebissen, sondern geschnappt. Und ich habe es einfach ignoriert. Und eines Tages hat es einfach von selber aufgehört. Und ich glaube, das liegt an dem Vertrauen, das diese Stute zu mir aufgebaut hat. Du kannst diese Vorgehensweise machen, wenn du ein neues Pferd hast oder wenn du eine neue Reitbeteiligung oder Pflegebeteiligung hast. Du kannst aber auch mit deinem Pferd, das du vielleicht schon viele Jahre betreust, machen und einfach praktisch in diesem Bereich nochmal neu anfangen. Also ich wünsche dir viel Spaß und viel Erfolg dabei und ich bedanke mich für deine Aufmerksamkeit und dann bis zum nächsten Video.